Den Fliegermarsch beherrschen die 66 Mitglieder vom Musikverein Lutten ohne Probleme. Die Musiker im Alter von 12 bis 70 Jahren proben einmal in der Woche zusammen. Auch an diesem Montagabend ist der Probenraum gut besucht. Gemeinsames Lernen lohnt sich eben. Weil dadurch lerne ich auch viel mehr, wenn ich mal einen falschen Ton spiele, dann sagen die anderen mir das auch und sagen, hey, du musst hier mal aufpassen, weil zu Hause übe ich ja alleine. Und ich mache dann da klar auch ab und zu Fehler, aber mir selbst fällt das am ersten Blick jetzt nicht auf. Und hier, ja, dann sagen mir das andere und hier ist es auch viel lustiger, weil wir halt eine große Gemeinschaft sind. Und dann ist das auch nicht alles so still und wir machen Späße zusammen. Also das ist auf jeden Fall lustiger und auch effektiver. Auch der Musikverein Lutten hat schon längst nicht mehr nur Märsche im Repertoire. Moderne Songs oder Lieder aus dem Musical- und Filmbereich werden von den Musikern ebenfalls gespielt. Unser Dirigent sucht halt auch immer ganz gute Stücke raus, die wir dann spielen. Und ja, wenn man sieht, dass auch die Leute das Stück gefällt und mitklatschen und mitgehen und die Musik halt gerne hören, dann ist mir eigentlich meistens schon egal, welches Stück wir spielen. Hauptsache, es kommt halt gut an beim Publikum und ja, dann freut man sich halt schon, wenn man ein Lächeln auf die Gesichter der Zuschauer zaubern kann. Gelegenheit dazu hat der Musikverein etwa 25 Mal im Jahr. Die Auftritte finden im Landkreis Vechta oder auch im Diepholzer Raum statt. Musik verbindet und hilft auch bei der Integration. Massara ist ein gutes Beispiel dafür. Gebürtig kommt der Teenager aus dem Irak. An die traditionelle deutsche Musik musste sich Massara erst einmal gewöhnen. Und als ich in den Musikverein kam, fingen die ganzen Märsche an und all die ganzen traditionellen Stücke. Und da war es schon wirklich ungewohnt und ich musste zu Hause auch echt lange daran üben, um sowas zu lernen. Aber nach einer Zeit hat man sich daran auch gewöhnt, auch an die ganzen traditionellen Stücke und man kennt die auch langsam. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht, die also zu lernen. Und also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte das nicht spielen. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Alle zwei Jahre machen die Musiker gemeinsame Ausflüge, so ging es auch schon mal in die USA nach New York City. Pläne und Ideen hat der Musikverein Lutten viele und die nächste Generation scheint auch schon gesichert. Eigentlich haben wir bei uns überhaupt gar kein Nachwuchsproblem, weil wir halt eben eine Kooperation mit der Don Bosco-Schule hier im Ort haben. Da haben wir die Bläserklassen und dann haben wir halt unser Vororchester, wo dann die Jugendlichen, hauptsächlich Jugendliche, halt erstmal lernen, zusammenzuspielen und so weiter und kommen dann halt erst in den richtigen großen Verein. Darüber hinaus sind natürlich weitere Interessierte gern zu einer Probe willkommen. Kontaktdaten und Infos zum Musikverein Lutten gibt es im Internet auf www.musikverein-lutten.de.